Am 15. Februar nahm sich Birgit Hesse Zeit für einen Museumsbesuch. Für die Kultusministerin des Landes eine amtliche Angelegenheit. Das Fantechnikum in Wismar gehört zu den wichtigsten Säulen der musealen Landschaft in MV. 1961 wurde es in Schwerin als Polytechnisches Museum gegründet. Kurz nach der Wende wechselte die Sammlung unter dem Namen Technisches Landesmuseum Mecklenburg-Vorpommern vom Schloss in den naheliegenden Marstall. 2002 erfolgte nun der zweite Umzug von Schwerin in das Wismarer Glashaus. Neben komplexen Umbau- und Neubaumaßnahmen gab es auch eine weitere Namensänderung zum Fantechnikum. Nur das eine blieb seit über 55 Jahren unverändert, die Bedeutung der einzigartigen Exponate. Wismar ist technikaffin. Hier sind seit über 100 Jahren Ingenieure ausgebildet worden. Hier wird Schiffbau in großem Stile betrieben. Es sind viele andere auch Industrieunternehmen hier. Und das merkt man auch, also gerade wenn wir Sonderausstellungen eröffnen, aber auch sonst. Die Leute sind durchaus technikverliebt. Also insofern gehört es einfach hier in die Stadt. Recht abwechslungsreich war die Geschichte des heutigen Fantechnikums. Mit dem Übergang von der Trägerschaft des Landes zur DDR-Zeit in die Obhut eines speziell dazu gegründeten Vereins und später einer Betriebsgesellschaft. Ebenso bunt die Geschichte seiner Finanzierung. Im Laufe der Jahre haben es die Gesellschaft gemeinsam mit dem Verein geschafft, viele Sponsoren mit ins Boot zu holen. Auch die Mittel von Bund und Land fließen regelmäßig mit ein. Doch das Gesamtfinanzierungskonzept erweist nach wie vor Schwachstellen. Das größte Versprechen, der Bau eines Flügels am Glashaus, wurde immer noch nicht eingehalten. Und auch sonst gibt es viele offene Posten. Wir müssen die Ausstellung weiterentwickeln. Also wir können ja nicht einfach eine Ausstellung hinstellen und es wird niemals sozusagen weiterentwickelt. Da sind immer Gelder für notwendig, ist ja ganz klar. Und wir müssen sozusagen auch unser Portfolio erhöhen, also oder sozusagen ausbauen. Das heißt, wenn wir andere Ausstellungsbereiche sozusagen finanzieren oder aufbauen wollen, dann brauchen wir natürlich finanzielle Unterstützung. Mit dem Besuch signalisierte die Kultusministerin ihre Bereitschaft, die seit Jahren angestauten Probleme gemeinsam anzusprechen. Eigentlich klappt die Kooperation mit Sponsoren aus der Region immer gut. Die Sorge des Museumsteams liegt woanders. Durch Fördergelder werden meist einzelne Projekte unterstützt. Es sind vor allem Wechsel- und Sonderausstellungen. Wie zum Beispiel die aktuelle Ausstellung Zoo Moskwa. Doch auch der reguläre Museumsbetrieb ist auf stabile Finanzierung angewiesen. Restaurierung von einzigartigen historischen Exponaten, Erwerb von modernen technischen Hilfsmitteln und vieles mehr. All das hofft das engagierte Fantechnikum-Team im Haushalt des Kultusministeriums demnächst berücksichtigt zu finden. Also ich wollte mir zunächst noch heute noch ein Bild machen von dem Museum und Sie können sicherlich nachvollziehen, da wir hier vor den Toren von Wismar auch wohnen, dass mir dieses Museum auch sehr am Herzen liegt. Und jetzt geht es natürlich darum, auch mit dem Bürgermeister und den Verantwortlichen zu sprechen, wie wir die Finanzierung auch wirklich auf stabile Füße stellen können. Aber man muss natürlich auch ganz deutlich sagen, dass die Situation nicht ganz so einfach ist. Die Zeit für eine entspannte Entdeckungstour durch die technische Geschichte des Landes wird Birgit Hesse bestimmt noch finden. Jetzt geht es der Kultusministerin darum, diese Geschichte für künftige Generationen zu erhalten.